Blessings Family und willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020 King Air 350i Vorbereitung Cockpit und Startup Vilitorial. Hier im Cockpit alles unübersehbar und noch doppelt, wir haben zwei Turboprops, aber auch das kriegen wir hin. In erster Linie kann man hier nicht Treibstoffventil öffnen oder schließen, das Standard immer offen. Man kann nur auswählen, ob man was ändern will, aber ich würde das jetzt so Standard lassen. Dann haben wir die Parkingbremse, die versteckt sich hier. Natürlich ziehen wir diese wieder mal an. Overhead Panel sieht dann hier so aus. Für die ganzen Lichteinstellungen und Batterie mit External Power. Dann haben wir hier Battery 1 und Alternate Generator 1 und 2 Left and Right. Warning kann man hier bestätigen. Dann fährt das ganze System hoch. Wir machen hier wieder unsere Gemischregulierung auf mindestens 30%, sage ich jetzt. Ihr könnt auch auf 50, spielt keine Rolle. Mindestens 30 solltet ihr schon haben. Dann geht es ja darum, wir wollen einen Triebwerk starten. Das heißt, wir schalten unser Beacon Light ein und Tailfoot können wir auch einschalten. Wenn ihr Bock habt, schon die Navigationslichter. Ist auch nicht strafbar. Genau. Dann gibt es nicht viel zu beachten. Wir haben einmal hier unsere Zündung für links und rechts. Und wir starten mit dem rechten. Wir gehen hier hoch. Wollen das starten, wir gehen auf die Zündung, right, und warten, bis das hier hochfährt. Und jetzt ist die Hauptzündung gekommen. Es beginnt zu drehen, wir können das hier überwachen. Instrumente steigen in den grünen Bereich. ITT, Inlet Turbine Temperature, ist green und Propellerdrehzahl stabil, kommt dann später noch. Und dasselbe machen wir mit unserem linken. Hier können wir die Zündung auf off stellen. Wir stellen die Zündung links ein und wollen noch unser Starter. Wir warten, bis es hier hoch startet. Man hört schon, wie es startet. Hoppala. Es fährt alles hoch. Triebwerk startet hoch. ITT haben wir jetzt einmal im grünen Bereich, ist im grünen Bereich. Sehr gut. Unsere Triebwerke laufen. Können wir unsere Ignition auch ausschalten. Ausschalten, komplett. Sehr gut. Machen wir 50%. Kommt ja auch noch ein bisschen höher hoch. Wunderbar. Dann könnten wir jetzt hier oben auf Batterie umschalten. Wir schalten den Master ein. Wenn ihr das Licht regulieren wollt, könnt ihr da jedes einzelne durchgehen. Das
Super. Und wir schalten hier unser Avionik Master Switch auch noch ein. Sind im grünen Bereich. Sehr schön. Und dann sind wir soweit. Engine starting up. Nun hoffe ich, dass ich euch zeigen konnte, wie man auch eine zweimotorige King Air 350i starten kann. Ganz einfach, natürlich, wenn man weiß wie. Wenn so ist, Daumen hoch für weitere Vorschläge, Ratschläge oder wenn ihr weiteres wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Besucht der Discord, die ganze Coptair Family. Besucht mich live auf Twitch. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Willi Kapp, deine Party peinen.